echt geiler Fernseher, Mama. Mal ganz ehrlich, den rück ich ganz bestimmt nicht raus. Wo ist mein MP3-Player, meine Tasche, meine Kopfhörer? Du kannst mir nicht noch die Anlage wegnehmen. Du weißt, Musik was my first love. Bei Nacht und Nebel ist er mit dieser Spritze abgegangen. Heute hol ich die Couch ab. Heute? Ja. Wochenende kein Feiern auf dem Fußboden. Ja. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Bei mir heißt es heute letzte Warnung, ich will endlich meine Sachen zurück. Also Marina und ihr Bruder Christopher stehen bei mir auf der Bühne und es geht heute darum, dass ihr eben auch eure Sachen zurückhaben wollt. Dein Ex hat noch Klamotten von dir. Ja, so ungefähr. Und seine Verlobte oder Ex-Verlobte, glaube ich, ne? Ja, Ex-Verlobte. Die sind auch schon wieder auseinander, ja? Ja. Erzähl mal, was hat er? Worum geht's? Also, es geht darum, ich habe eine Zeit lang bei ihm gewohnt, in Mannheim erst. Dann sind wir nach Würzburg gekommen. Ja. Und dann bin ich zu denen dazugezogen, weil es eben mit meinem anderen Ex-Freund nicht geklappt hat. Und seitdem die zusammen waren, es gab halt jeden Tag Stress. Dann ist er gegangen, von ihm fehlen ja auch Sachen, die er noch nicht bekommen hat. Wir haben jetzt schon öfters versucht, Kontakt aufzunehmen, weil es halt echt um teure Sachen geht. So was wie, denn genau? Winder-Klamotten von Tom Taylor, also irgendwelche Markenklamotten von ihm, Boxen, Musikboxen. Die kriegst du halt so einfach nicht mehr, die hat er geerbt bekommen. Moment, aber die Boxen, das sind deine, Christopher, oder? Ja, das sind seine. Mein Kollege, wo verstorben ist letztes Jahr. Okay, die hast du von deinem Kumpel, dann hast du sie deinem Ex geliehen. Wie heißt dein Ex? Marc. Marc? Das heißt, du hast Marc die geliehen und nein, er hat ja bei uns gewohnt. Der Christopher? Ja, er hat bei uns gewohnt. Ach, du hast damit gewohnt, verstehe. Ja. Hast diese Boxen mit eingebracht und die sind jetzt einfach da geblieben, als sie dann alle wieder ausgezogen sind? Ja, seine kompletten Klamotten, alles sind noch oben und es sind alles Markenklamotten, die wollen sie halt nicht rausgeben. Welche Rolle spielt die, inzwischen ja auch schon wieder Ex-Verlobte von deinem Ex-Freund? Weil sie eigentlich so diejenige ist, also mit Marc kommen wir schon recht gut zurecht. Mhm. Wir können auch mit ihm reden, aber sie ist so diejenige, die sich in alles einmischt und die ihn halt so ein bisschen unter Druck setzt. Und er macht halt auch alles, was sie sagt. Also aber die beiden sind doch inzwischen auch schon wieder getrennt im Ja, Wege aber er gegangen. Wohnt ja jetzt noch. Also die haben jetzt die Wohnung aufgelöst bekommen, weil sie nicht bezahlt haben, ein paar Monate lang. Und jetzt mussten sie aus der Wohnung raus. Aber das heißt, sie wohnen noch zusammen in einem Haus? Ja, die wohnen jetzt bei ihrem Vater daheim. Obwohl die schon getrennt sind? Ja. Das ist ja eine komische die Situation. Die haben auch so eine kleine, mehr als freundschaftliche Beziehung, obwohl beide wieder in einer anderen festen Beziehung sind. Also die schnackseln noch? Ja. Okay, sag mal, das ist ja vielleicht ein Früchtchen, dein Ex-Freund, ja? Ja. Hat er denn damals, also dieses Mädel, wie heißt die Ex-Verlobte von ihm? Nadine. Ja, hat die denn damals schon mit ihm angebändelt, als du noch mit ihm zusammen warst? Also dazu kann ich jetzt nicht unbedingt was sagen. Also ich bin mit ihm nach Würzburg gekommen. Ja. Und ich war eigentlich auch diejenige, die ihn dazu gebracht hat, weil ich habe halt damals Schluss gemacht, weil ich meine, mich hat es halt einfach nur aufgeregt, dieses Eingesperrtsein, dieses du gehörst mir, du hast mit keinem anderen wegzugehen und so. War der Marc so besitzergreifend? Er war halt ziemlich besitzergreifend. Ich durfte noch nicht mal jemanden umarmen, ohne dass er Aufstand gemacht hat oder so. Und seine Nadine, hast du die mal gut kennengelernt? Ich kenne die schon ziemlich lange. Wir waren damals ziemlich, also nicht wirklich gut befreundet. Und ich habe denen halt so ein bisschen beiden auf die Sprünge geholfen, weil die schon Gefühle voneinander hatten. Aber okay, irgendwie nicht schlecht. Also das heißt, du hattest schon komplett abgeschlossen mit der Sache, genau. Und wolltest gern, dass die ein Paar werden. Die Nadine hat Schlittschuh von dir, ne? Ja, nee, also es geht ja nicht nur darum, es geht ja um unsere Markenklamotten, was bei denen oben liegen. Und die Schlittschuhe sind halt von meinen Pflegeeltern. Meine Pflegemutter ist halt gestorben. Also das heißt, da ist ein hoher ideeller Wert auch dran. Genau, ja? Also das sind halt Sachen, die ich bekommen habe von Pflegeeltern oder von meinem Vater, die ich noch hatte. Mhm. Und mein Vater ist ja auch gestorben, da war ich noch ziemlich klein. Und das sind halt Sachen. Ich verstehe ich total. Also es geht nicht nur um den materiellen Wert, es geht einfach auch um den ideellen Wert. Für dich ist das Ganze von großer Bedeutung, all diese Dinge wieder zu bekommen. Und für dich, Christopher, was genau vermisst du jetzt am meisten? Am meisten halt die ganze Zeit, was ich halt geholt habe. DVDs, die CDs und die Großanflagge von meinem Vater. Ja? Der ist dieses Jahr gestorben. Okay. Und am meisten auch die Boxen, weil die habe ich jetzt fast ein Jahr. Mhm. Und ist das für dich jetzt der reine Sachwert da dran oder eben auch, weil das einen ideellen Wert hat? Nee, allgemein, das ist vom verstorbenen Leute, wo ich kenne. Also der ideelle Wert ist da entscheidend für dich, ja? Christopher, wieso gibt denn der Markt die Sachen nicht raus? Hat er dir denn mal eine Erklärung für gegeben? Der hat es mir noch nicht gesagt. Er behauptet angeblich, er dürfte sie behalten.
Du hast sie ihm geschenkt, oder? Angeblich behauptet er das. Aber hast du nie getan? Nein. Okay. Ich habe ihn nur gesagt, er soll es behalten, so lange, bis ich meinen Zahn holen kann. Okay, verstehe. Also da könnte ein Missverständnis entstanden sein, ja? Gut, werden wir heute aufklären, deswegen hole ich die beiden dazu. Hier sind Marc und Nadine. Hallo. Ich freue mich, dass ihr meine Gäste seid, aber das könnte man doch eigentlich auch ganz normal lösen. Wieso seid ihr nicht in der Lage, euch die Sachen wieder auszuhändigen? Wir haben dich, Chris, schon oft genug angerufen, haben zu dir gesagt, wo du noch mit deiner, was weiß ich, Frau, Ex-Frau, keine Ahnung, zusammen warst mit der Veronika, ne, die uns auch gestalkt hat. Du sollst deinen Scheiß abholen. Wir waren damals in Bonn, waren mit dir mit dem Auto, haben Sprit verballert, bloß dass wir da hingekommen sind. Und wer hat sich verleugnen lassen? Ja, aber wer hat auch Geld gegeben, Markus? Wer hat Geld gegeben? Ich? Ey. Ja, und wer hat Geld noch gegeben für nach Neustadt? Geld nach Neustadt? Für die Sachen nur für dich? War das mein Problem in Neustadt? Aber Marc, ich hab zu dir oft genug gesagt, hol deinen Scheiß ab. Marc, aber wieso rückst du die Boxen nicht raus? Genauso wie zu ihr auch. Ohne Scheiß, Mann. Wieso rückst du die Boxen nicht raus? Das verstehe ich nicht. Wann war das? Vor 2 Wochen? Wo ich in Mannheim war? Aufheben, bis ich sie abhole. Aufheben, wie lang noch? Wie denn, wenn ich kein Auto habe? Ich bin ja obdachlos, wie soll ich Zahn holen? Ey, du hast einen Zug. Du kannst mit dem Zug fahren. Ja, und wie soll ich das alles transportieren, ohne Leute? Du weißt ganz genau, ich habe nichts gegen dich. Hättest mich bloß mal gefragt, ey, gib mal das Zeug her, also, oder kannst du mir helfen? Marc, du weißt, ich bin hilfsbereit. Marc, verstehe ich das richtig? Du würdest sozusagen ohne Probleme ihm die Sachen wieder aushändigen? Ja, es geht nur darum, dass du keinen Bock hast, ihm sie zu bringen. Ja, eben. Das kann ich sogar nachvollziehen. Ich meine, er ist ja auch nicht dein Kurierdienst, ne? Ja, ich kann ja auch nicht immer von Mannheim nach Hofer nach Würzburg. Ja, aber das ist doch nicht sein Bier. Da musst du dir doch deine Sachen holen. Ja, aber das Problem ist, meine Leute haben auch nicht immer Zeit für ein Auto. Die Frage an dich, Nadine. Also, es geht auch so um Schlittschuhe, um Markenklamotten und so weiter. Wieso rückst du die nicht raus? Als ich die Marina rausgeschmissen habe bei mir zu Hause, also bei uns in Opferbaum, ja, habe ich zu ihr gemeint, hol deine Sachen. Hat sie nicht getan. Jetzt haben wir die Wohnung am Samstag ausgeräumt, haben ihre Sachen schon gebracht. Und die Schlittschuhe, weiß ich haargenau, standen bei meinem Vater, weil meine Mutter die wegnehmen wollte, als wir die Wohnung ausgeräumt haben. Und da habe ich sie deswegen mit zu meinem Vater. Es fehlen aber viel mehr Sachen und ich weiß nicht, warum. Was es fehlen meine hellblauen Markenjacken. Die dicken, was ich euch gezeigt hatte, die fehlen mir. Die sind nicht in meinen Sachen mit drinnen. Ja, und die sind von meinen Pflegeeltern und die sind mir wichtig. Wo ist mein MP3-Player? Meine Tasche, meine Kopfhörer, mein Schal? Ja? Dein MP3-Player habe ich dem Marc schon erklärt, den habe ich letztes Mal noch verloren. Das ist mir scheißegal, den will ich wieder. Sonst kriegst du deine Boxen nicht, ganz einfach. Hallo, oh, es geht doch jetzt so sieht's aus. MP3-Player kostet 10 Euro, den kann ich dir besorgen. Das ist mir scheißegal. Wir haben einen Deal ausgemacht, hallo? Ich kann neuen ihr gebt uns unser Zeug, wir geben euch euer Zeug. Aber genauso. Moment, das heißt, ey, Marina, ohne Scheiß, Mann, du hast einen Bimbo gehabt, der schwarz nach Ding gefahren ist, nach Opferbaum, riskiert hat, dass er schwarz fährt und dann noch hingeht und dir dein Zeug bringt ins Antoni-Wehrhaus, wo du gewohnt hast. Ey, ich habe immer alles für dich gemacht, das weißt du, ich war auch immer für dich da. Das gestern Abend hätte er auch nicht sein müssen. Was war gestern Abend? Ja, die haben mir gestern meine Freundin ist gestern ein bisschen ausgetickt und hat den gedroht. Daraufhin haben die zu ihrem Vater gesagt, ich wäre das gewesen. Und ich dürfte mich am Telefon aufs Übelste von ihrer Stiefmutter beleidigen lassen. Du, wir waren am Telefon. Das ist keine Beleidigung, ja. Nein, das geht nicht darum. Im Hintergrund soll die Klappe halten. Alter Schwede. Es geht nicht darum. Genau darum geht es. Ich stand bei den Telefonen daneben. Was ist gefallen? Missgeburt ist gefallen. Also wer hat die Schläge denn jetzt angedroht, Marina? Warst du das oder wer? Nein, das war eine Freundin. Und wieso droht deine Freundin den beiden Schlägern? Ja, die bringen das jetzt hier mit ein, also sage ich das auch öffentlich. Die beiden haben eine Beziehung schon die ganze Zeit zueinander. Obwohl er eine feste Freundin hatte und sie einen festen Freund. Und die haben habt ihr die noch, die Partner? Nö. Nein. Dann könnt ihr ja wieder zusammen sein, ist doch gut. Nö. Nein, es geht darum, sie war mit einem Markus zusammen und er hat Geld, er hat ein Auto und er hat sich total verarscht gefühlt. Weil die ganze Zeit, er hat plötzlich bei ihr gewohnt und dann gab es dann hin und her. Und sie haben es die ganze Zeit abgestritten, aber ganz ehrlich, ich finde es lächerlich, weil ganz Würzburg weiß es, dass es so ist. Ja? Also was ich lächerlich finde, dass man den Scheiß, was ihr mir hier gerade haben, Kindergarten sozusagen, hier klären muss. Ich bin nicht mit der Idee gekommen. Ja, wer dann er oder was? Ja. Wow, kriegst 2 Daumen dazu. Ich hab sie und noch was, ich weiß, wo ich mein reinstecke und wo nicht, ne? Ja, ja, ja. Ja, schön, dass du das dann so sagst. Sie anbaggern, wa? Also ich verstehe eine Sache klar, so ein bisschen, bei vielen Dingen, die ich gerade nicht verstehe.
Ja, beide Parteien Sachen von den anderen. Das habe ich rausgehört, gerade vor allen Dingen, als du was gesagt hast, Nadine. Denn du sagst, du rückst die Boxen erst wieder raus, wenn dein iPod oder MP3-Player oder was. MP3-Player ist es, meine LG-Kopfhörer von meinem Handy, ja. Die Tasche und mein Schal, den die Marina auch. Und du sagst ja ganz klar, für dich ist es ein Druckmittel, diese Boxen plus die Markenklammer. Genau, und dass ich meine Sachen auch wieder kriege. Das ist aber natürlich wieder eine ganz andere Sache. Also so ganz freiwillig rückt ihr den Kram nicht raus. Ja, ich habe zu Marina aber gesagt, ich will die Sachen, dann kriegt sie die Boxe. Ganz einfach. Also, habt ihr die Sachen noch? Nichts zu tun, die ich habe, weil ihr könnt... Er hat meinen M3-Player, oder? Ja, dann kann ich einen Vorschlag machen. Nein, hat er nicht. Er hat ihn mitgenommen, okay? Ich kann wenn dann verliert, ist er selber schuld. Darf ich einen Vorschlag machen? Christopher, sag mal. Ich habe einen neuen M3-Player, 8 GB. Könnte ich dir gerne geben, könnte ich dir sofort geben. Der Burner, Alter, du hast mal was. Na Moment, den würde ich dir geben, aber dafür will ich die Box haben. Sekunde. Ja, dann komm doch mal, Bruno, hol sie dir. Ausgemacht. Komm doch mal, Bruno, hol deinen Scheiß. Ich bin M3-Player 9 vorbei, ihr gebt mir die Box. Ja, am Freitag um 20 Uhr ist das Zeug bei uns weg, wenn dann tue ich es weg. Wie soll ich das sein? Das ist mir egal. Fragen Markus, der fährt doch gern für uns. Aber sag mal, Nadine, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das ist doch ein fairer Zug jetzt. Ja, mein Vater hat aber gesagt, die Sachen kommen definitiv am Freitagabend weg bei ihm, weil er ist kein... Okay, aber nochmal, er bietet ja, du forderst ja, was. Ja, habe ich ja gerade zu ihm gesagt. Er geht auf die Forderung, genau, er geht auf die Forderung ein. Bis Freitagabend. Ich finde, das ist ein ganz guter Deal, darauf könntet ihr euch eigentlich die Hände jetzt geben. Ja, das ist eine Vereinbarung. Ich schaffe es nicht. Spätestens Samstag. Du kannst nicht immer sagen, ich schaffe es nicht. Ja, dann das Problem ist. Hallo, dann spätestens Samstag 16 Uhr. Samstag ist in Ordnung. Ja, Samstag 16 Uhr, wenn jetzt okay. Weg. Samstag 16 Uhr ist sozusagen der letzte Zeitpunkt, an dem du deine Boxen kriegen kannst. Wenn du wieder erzählst, Christopher, du hast keine Zeit und keine Möglichkeit, dann ist es auch nicht länger deren Problem. Dann werden die Boxen rausgehauen. Was ja, die auch Klamotten immer passiert. Auch. Die Klamotten müssen auch am Samstag mit weg. So, pass auf, eine Kleinigkeit ja, kann ich aber, glaube ich, heute schon regeln Problem, für dich, Marina. Denn wir haben, und ich weiß, diese Schlittschuhe sind für dich besonders wichtig gewesen. Also aus verschiedenen Gründen, weil du gerne fährst und weil sie für dich einen ideellen Wert haben. Und ich glaube... Das ist das Erste, was wir heute schon mal ganz gut lösen können, oder? Denn die haben wir wieder. Sind sie das? Okay. So lieb sind wir für euch. Ne? Ich bringe dir sogar noch deine Schlittschuhe. Also, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wollen wir sagen, ich mache es jetzt noch mal etwas konkreter. Wir machen es mal folgendermaßen. Ihr sammelt alles zusammen, was ihr habt, von den beiden. Das gilt für euch beide jetzt. Von mir ihr sammelt alles zusammen. Pass auf, ihr sammelt alles zusammen, was wir ihr habt. Wir haben noch die Boxen da und Chris seine Klamotten. Mehr okay, pass auf. Und eventuell noch ein paar Kleinigkeiten von der Marina, okay. Weil sie gerade in der Welt sammelt das alles zusammen. Sammelt es in Boxen und ich würde vorschlagen, Samstag früh, 12, 13 Uhr, das macht ihr noch untereinander aus, ist Treffpunkt und dann macht ihr wirklich einfach eine Übergabe. Darf ich noch kurz was sagen? Bitte. Und zwar, wenn diese ganzen Marken, Jacken und was weiß ich nicht alles nicht bei euch sind, dann setzt euch mal mit den anderen Leuten in Verbindung, die ihr einfach mit in die Wohnung nehmt, obwohl mein Eigentum auch damit drin ist. Ja, dann setzt dich mal mit deiner Mutter in Verbindung. Hat keiner was mitgenommen, Marina. Gut, können wir nicht klären? Gesagt, du warst nicht kann ich nicht klären? Kann ich keine Auskunft drüber geben? Wollen wir sagen, 13 Uhr Samstag ist der letzte, ist die Deadline, dann werden die Sachen ausgetauscht. Hand drauf, kriegt ihr das hin? Till jetzt. So. Okay. Es geht doch! Meine Fratze, es geht doch, es geht doch! Was geht denn? Nicht schlecht, ich finde, das ist für den Moment mehr, als ich zu hoffen gewagt habe. Ich sag mal, alles Gute euch, vieren in dem Fall. Alles Gute, danke.